Bluthochdruck, Hoffen, Zittern, Bangen, Freuen. Der Einzug der deutschen Mannschaft ins Achtelfinale hat alles gebracht, was die Fußballpalette so zu bieten hat. Was einzig fehlte, war die fußballerische Qualität. Egal. Wir fahren jetzt nach Wembley in die Kirche des Fußballs, um es mal mit Pelé zu sagen. Herzlich willkommen bei webbasis.com. Heute hier in meinem Münchner Büro. Smart Home sozusagen, sieht man ja. Und England gegen Deutschland ist ja auch herrlich, historisch und antik. Unser Weltmeister Andy Brehme kann da natürlich sehr viel zu sagen. Und außerdem John Barnes, das ist eine Legende aus England. 79 Mal hat er das Trikot der Nationalmannschaft getragen. Die Engländer wetten ja sowieso per se auf alles, was sich bewegt, natürlich auch auf das Spiel England gegen Deutschland. Wir haben hier unseren Wettexperten Marcel, was muss man jetzt genau wissen zu diesem Spiel England gegen Deutschland? Ich denke mal, wir alle freuen uns auf das Spiel. Wir alle haben mitgefiebert gegen Ungarn. Wir haben uns erhofft, dass noch das erlösende zweite Tor fällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sogar ein Stück weit enttäuscht im Nachhinein, dass wir nach dem 2-2 nicht mehr auf das 3-2 gegangen sind, weil durchaus noch die Möglichkeit da war, Gruppensieger zu werden. Dann wäre uns England erstmal erspart geblieben, weil ich glaube, ich brauche dir nicht zu sagen und auch allen anderen nicht zu sagen, in England, im Wembley Stadium, das ist ein Klassiker schlechthin, das ist ein 50-50-Spiel. Was vielleicht für uns spricht, ist die Statistik, die besagt, dass wir mittlerweile schon seit 7 Spielen nicht mehr im Wembley Stadium verloren haben mit der deutschen Nationalmannschaft. Gleichzeitig aber auch hat England tatsächlich noch nie in der Historie der EM ein K.O.-Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen. Ja, bei den letzten 3 Teilnahmen der Europameisterschaft sind sie immer gleich im ersten K.O.-Spiel gescheitert. Und ansonsten, wenn sie weitergekommen sind, dann war das eigentlich immer nur nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. Reguläre Spielzeit tatsächlich noch nie. Es gibt ja ein wirklich kurioses Detail zu diesem Spiel, denn das alte Wembley-Stadion, das hat ja im Jahr 2000 geschlossen, das wurde dann abgerissen und der letzte Torschütze in diesem Stadion war Didi Hamann, also ein Deutscher, der praktisch dort die Lichter ausgeschossen hat. Schon eine kuriose Geschichte. Wie hoch ist denn jetzt deiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit für einen deutschen Sieg? Und lustig ist ja eigentlich auch immer ein Elfmeterschießen gegen England. Ja, du sagst es, Elfmeterschießen, da brauchen wir uns nur an die Jahre 1990, 1996 erinnern, wo Deutschland jeweils im Elfmeterschießen gegen England gewonnen hat. Allgemein hat England bis ins Jahr 2018 gebraucht, bis sie tatsächlich zum ersten Mal ein WM- oder M-Spiel nach Elfmeterschießen gewonnen haben. Das heißt, ich glaube, wenn wir es ins Elfmeterschießen schaffen, dann haben wir gerade mit Manuel Neuer hinten im Tor auf jeden Fall die Vorteile auf unserer Seite. Allgemein würde ich aber sagen, dass England ein Gegner ist, der uns eigentlich ganz gut liegt. Ich denke mal, obwohl sie jetzt noch kein Gegentor gefangen haben in der Gruppenphase, es ist jetzt nicht die typische Mauermannschaft, die sich hinten reinstellt und alles wegverteidigen will, sondern sie wollen auch schon aktiv sein, sie wollen ein bisschen mit dem Ball agieren. Und ich glaube, das hat man gegen Portugal gesehen, dass uns das relativ gut in die Karten spielen kann. Sodass ich tatsächlich glaube, auch vor dem Hintergrund, dass England in 5 der letzten 7 K.O.-Spiele bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften ausgeschieden ist, bin ich diesmal tatsächlich positiv gestimmt und glaube, dass Deutschland weiterkommen wird. Es gibt eine relativ ansprechende Quote, so um die 2,0, 2,05 herum, dass Deutschland weiterkommt und die würde ich tatsächlich auch empfehlen. Schön. Das ist doch mal eine erfreuliche Meinung von dir, Marcel. Jetzt gibt es natürlich noch andere tolle Spiele, vor allen Dingen auch gleich am Samstag Österreich gegen Italien. Also das ist ein spezielles Spiel und logischerweise auch Frankreich gegen die Schweiz. Wie sind denn da deine Tendenzen? Ja, da sind sie aus deutschsprachiger Sicht leider nicht so positiv, was natürlich dem geschuldet ist, dass beide Mannschaften auf die absoluten Turnierfavoriten treffen, ja, also die Österreicher gegen Italien, meiner Meinung nach fast chancenlos. Ja, Italien ist die formstärkste Mannschaft in Europa. Sie waren meiner Meinung nach die beste Mannschaft der Vorrunde, muss man einfach so sagen. Sie haben jetzt seit 30 Spielen nicht mehr verloren, seit 30 Länderspielen. Sie haben die letzten 11 Spiele kein Gegentor mehr kassiert. Das sind umgerechnet 17 Stunden, ja, wo sie kein Gegentor kassiert haben. Und deswegen glaube ich, so leid es für die Österreicher auch tut, dass Italien das Spiel machen wird. Und hier würde ich tatsächlich sogar einen Handicap-Tipp empfehlen. Entweder ein Handicap-Tipp, dass sie mit 2 Unterschied gewinnen.
oder aber, um dem Trend treu zu bleiben, dass sie das Spiel zu Null gewinnen. Auch da gibt es eine relativ ansprechende Quote. Ist, denke ich mal, sehr, sehr trivial auf jeden Fall. Da sprichst du natürlich den Italienern aus dem Herzen. Und wie sieht es mit den Schweizern aus? Ah, die Schweizer, auch da bin ich eher negativ eingestellt, was die Schweizer Chancen angeht. Frankreich ist seit 7 Spielen gegen die Schweiz ungeschlagen. Frankreich hat bei den letzten 17 Spielen, Turnierspielen bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft nicht mehr verloren, beziehungsweise nur eine Niederlage insgesamt eingesteckt. Das war das Finale, EM Finale 2016. Und die Schweizer sind in den letzten Jahren, wenn sie bei einem großen Turnier dabei waren, immer sofort gescheitert in einem K.O.-Spiel, sodass ich mir hier eigentlich vorstellen kann, dass die Franzosen relativ schnell ein Tor machen, das dann in ihrer gewohnten Art und Weise wegverteidigen und dann kurz vor Schluss zum zweiten Tor oder sogar, vielleicht sogar zum dritten Tor kommen, sodass ich auch hier sagen würde, Frankreich mit Handicap, also Frankreich mit mindestens 2 Toren Unterschied, ist, denke ich, eine gute Wahl. Marcel, perfekt bis hierhin. Jetzt reden wir erst einmal mit unserem Weltmeister, mit Andy Brehme. Danach gehen wir dann auf die restlichen 5 Achtelfinalpartien ein. Also, bis gleich, Marcel. Jetzt kommen wir zu unserem Weltmeister, jetzt kommen wir zu Andy Brehme. Hallo Andy. Hallo Carsten, freue mich, dich wiederzusehen. Andy. Deutschland ist durch das 2:2 gegen Ungarn mit einem blauen Auge davongekommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also über die deutsche Leistung muss man sich gestern nicht groß unterhalten. Sie haben sehr enttäuscht und sind glücklich ins Achtelfinale reingekommen gegen eine starke ungarische Mannschaft. Deutschland gegen England, das ist natürlich ganz großes Kino, 2 ganz große Namen. Und natürlich hast du auch einige Male gegen England gespielt. Wie schätzt du die Engländer ein, die ja immerhin auch als Titelfavorit vor dem Turnier gehandelt wurden? Und was glaubst du, wie ist die deutsche Mannschaft gewappnet? Ja, ich erwarte erstmal ein großes Spiel. Und angeblich sollen ja 60.000, 70.000 Zuschauer drin sein in Wembley. Und also wir müssen uns auf alle Fälle steigern, aber die Engländer auch. Die haben auch nicht überzeugt bei diesem Turnier bis jetzt. Und ich hoffe, na klar, auf einen deutschen Sieg. Deutschland muss jetzt auf Reisen gehen, spielt also nicht mehr in München, sondern in der Kathedrale des Fußballs in Wembley. Wie ist es, in solch einem berühmten Stadion zu spielen? Gegen die Engländer ist es immer toll zu spielen, gerade auch in Wembley. Jetzt ist es auch noch umgebaut. Und früher, wir haben ja in alten Wembley gespielt, aber da war auch das war wirklich ein heiliger Rasen. Es war absolute Weltklasse und wir haben auch noch 1-0 ein Freundschaftsspiel gewonnen. Jetzt, da die Gruppenphase vorbei ist, kann man ja schon mal ein erstes Fazit ziehen. Welches Team hat dich am meisten überzeugt bislang? Die Italiener mit Sicherheit, weil sie haben sehr, sehr guten, attraktiven Fußball gespielt. Man muss auch wirklich die Ungarn, die muss man auch hervorziehen. Die haben im ersten Spiel unglücklich 3-0 verloren in den letzten 5 Minuten gegen Portugal. Und das war völlig unverdient. Und im zweiten Spiel haben sie auch den Franzosen Paroli geboten, 1-1 gespielt. Und gegen uns gestern 2-2. Also sie haben mich sehr, sehr überzeugt. Und es ist schade, dass so eine gute Mannschaft rausgeflogen ist. Vielen Dank, Andy. Wir hören uns wieder zum Viertelfinale, hoffentlich weiter mit deutscher Beteiligung. Lieber Carsten, ich wünsche dir eine gute Zeit, drück den Deutschen die Daumen und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Dein Andy Brehme. Und jetzt geht's weiter mit einer Fußballlegende aus England, John Barnes. Ich freue mich wirklich, ihn hier in dieser Show zu haben. John. Die letzten 4 Begegnungen gegen England waren alle knapp. Das allerletzte Spiel endete unentschieden. Die 3 Partien zuvor jeweils nur mit einem Tor Unterschied. 2-mal konnte Deutschland gewinnen, 1-mal England. Welches Spiel erwartest du denn jetzt? Yeah, they're tight. Games against Germany always are tight. I mean, remember the 5-1 in Munich, which was unusual when Michael Owen scored a hat-trick. But generally the games are very tight. And of course the Euros are no different.
I think that if you look how Germany qualified at the last minute, England aren't playing great, but they're not conceding goals. They're not creating many chances. They've, you know, Sterling is the only one who has scored two goals. Harry Kane hasn't scored a goal yet. So I expect a difficult match for both teams. I think England will rely on their individuals. I don't think England play well as a team necessarily. I think they rely on their individuals to win them the match. That's why they're talking about Jack Grealish coming in or Raheem Sterling or somebody playing well. Whereas I think Germany really rely on the team. Germany don't have real individual superstars, but they're just so good as a team in terms of the way they play. That's what they're going to rely on. John, du warst selbst dreimal gegen Deutschland im Nationalmannschaftskader der Engländer, auch beim berühmten Halbfinale 1990, das Deutschland dann im Elfmeterschießen gewinnen konnte. Was braucht es, um gegen die Deutschen zu gewinnen? Well, it's very physical. You know, because the Germans are physical, they're well organized. I think that they probably had better individuals back then, Matthäus and Klinsmann and lots of good individual players, whereas now they've got a good team. I don't think they're particularly mobile at the back, and that's why they concede a lot of opportunities. They play a high line, and Hummels is not particularly quick. Rudiger is a good defender, but I think they play too adventurous, because I think if you look at the pace of Sterling, the pace of Rashford, if he plays, running in behind them, unless Germany plays differently and defends deep to not allow them that space, but I don't think they will, because Germany play the same way all the time, I think we can cause them problems. But games against Germany are always tough, physically, tactically, and it's a question of whether you can hold your nerve, because Germans are very good at that. As you can see, losing 2-1 to Hungary, they're going to go out of the tournament, but they hold their nerve. They're much more experienced than we are. We've got good individual young players, but they've got much more experience, and experience counts for a lot. Both teams, I think, are in a good half of the draw, because I think whoever wins this game will go to the final. Because, of course, in the other half of the draw, we're talking about Italy, Portugal, France, Denmark, and Spain. In many respects, I would much rather play Germany than any one of them. So I think that whoever wins this game will go to the final from this half of the draw. Wie schätzt man denn generell die Lage in England vor diesem Klassiker ein? Well, you know, atmosphere, I'm sure in Germany is the same. But the atmosphere is really about what happens in the stadium. And the fact that it's not going to be a full stadium means that while the atmosphere outside of the stadium is great, you know, people are excited, they're going to be watching the game in the pubs or wherever they're watching it. Really, where you want the atmosphere is in the stadium, because that's really can inspire the team, the England team. And the fact that it's not going to be a full house will mean that the game isn't going to have as much intensity as if it was in a full house. But in terms of just the passion outside of the ground leading up to the game, in terms of the fans in the pubs and watching the game at home and, you know, coming home early from work, that's going to be as it always was. Thank you, John. It was a pleasure. See you and hear you next time. So, wir sprechen jetzt noch über die letzten 5 Achtelfinalbegegnungen, die anstehen, und holen natürlich wieder Marcel dazu ins Boot. Ukraine gegen Schweden und auch Wales gegen Dänemark. Das sind ja Teams, wo im ersten Zugriff kaum Favoriten auszumachen sind. Wie siehst du das, Marcel? Ja, ich sehe das ähnlich. Tatsächlich glaube ich, dass sich die Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, auch wenn meiner Meinung nach die Buchmacher sich ein bisschen geleitet fühlen von dieser unglaublichen Emotionalität der Dänen durch den Zwischenfall von Christian Eriksen, dass man wirklich so ein bisschen Sympathien einfach mit den Dänen hat, glaube ich, dass die Buchmacher sie zu krass in der Favoritenrolle sehen gegen Wales. Wales hat in den letzten 16 Länderspielen gerade mal 2 Niederlagen kassiert. Wales hat in der Vorrunde einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, einen stabilen Eindruck hinterlassen. Sie haben mit Bale, Ramsey, James eine gute Qualität in der Offensive. Und man darf nicht bedenken, der Heimvorteil, der die Dänen gerade im letzten Spiel gegen Russland sehr, sehr stark gemacht hat, der ist weg. Ja, das Spiel findet in Amsterdam statt. Auch da werden natürlich überwiegend dänische Fans zugegen sein, das glaube ich schon. Und trotzdem traue ich den Walisern eine Überraschung zu. Ja, also ich würde mich tatsächlich darauf festlegen, bei einer guten Quote von 3-10 in der Spitze, dass Wales weiterkommt. Und wäre, wie gesagt, nicht überrascht, wenn die Dänen vorzeitig die Segel streichen. Und beim anderen Spiel, Schweden-Ukraine, das ist für mich ein total offenes Spiel. Da muss man einfach sagen, die Schweden haben zwar auch eine gute Qualität vorne mit Forsberg, mit Ishak, gute Spieler, die ja bisher noch nicht so richtig zur Geltung gekommen sind. Klar, Forsberg hat seine Tore gemacht,
Trotzdem darf man nicht bedenken, die Schweden hatten in der gesamten Gruppenphase keine 30% Ballbesitz im Schnitt. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr geringer Wert. Dafür hatten sie die beste Effizienz, was die Torschüsse angeht. Sie haben 9 Mal aufs Tor geschossen, 4 davon waren drin. Das kann natürlich in der K.O.-Phase von Vorteil sein, wenn man diese Effizienz an den Tag legt. Aber die Ukraine laufen mir so ein bisschen unter dem Radar. Ich glaube, dass sie gegen Österreich nicht alles gezeigt haben. Ich fand so die zweite Halbzeit gegen Holland, da hat man gemerkt, dass sie auf jeden Fall Potenzial haben. Auch hier würde ich eine Überraschung nicht ausschließen, würde aber in der Tat eher darauf tippen, dass uns ein sehr, sehr ausgeglichenes, offenes Spiel erwartet, mit wenigen Toren, weil einfach beide Mannschaften nicht das 0-1 kassieren wollen, sodass ich davon ausgehe, dass es zur Halbzeit noch 0-0 steht. Da bekommt man bei Interwetten eine 2,50 in der Spitze, die einfach auch noch dadurch gut argumentiert werden kann, dass Ukraine erst drei Tore in den ukrainischen Spielen fielen, in den ersten drei in der Gruppenphase. Und bei den Schweden waren es insgesamt 6 Tore, die fielen in den 3 Gruppenspielen und davon war nur 1 in der ersten Halbzeit. Also da spricht auf jeden Fall die Statistik dafür, dass es zur Halbzeit noch 0-0 steht. Ja, du hast es schon gesagt, also speziell Ramsey und Bale, die sind ja praktisch für 60% aller Tore von Wales verantwortlich. Dann haben wir jetzt die nächsten Begegnungen, wo eigentlich ein Team immer favorisiert ist. Also Spanien gegen Kroatien, ist Spanien schon auch hoher Favorit, oder? Spanien ist auf jeden Fall hoher Favorit, obwohl sie natürlich gerade in den ersten 2 Gruppenspielen einige schuldig geblieben sind, trotz Heimvorteil. Aber sie hatten eine Expected Goals-Anzahl von 8,8. Das waren die meisten aller Mannschaften im Turnierverlauf bisher. Auch wenn sie dann in Anführungsstrichen nur 6 Tore gemacht haben, 5 davon gegen die Slowakei, hat man, denke ich, schon gesehen, dass sie über Qualität verfügen. Gerade offensiv sind sie immer wieder in der Lage, sich Torschancen rauszuspielen. Kroatien aber genau das Gleiche. Ja, Kroatien hat in den letzten 10 Turnierspielen, EM oder WM, nur einmal ohne Torerfolg. Sodass ich hier tatsächlich glaube, dass es ein relativ offen geführtes Spiel wird, ein offenes Spiel wird, ein offensiv geführtes Spiel wird. Und dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Das wäre mein Tipp zu dem Spiel. Und dann haben wir natürlich auch Niederlande gegen Tschechien, wobei da auch die Niederlande ganz klar als Favorit reingeht. Ganz klar als Favorit. Holland hat bisher auch einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Eine von 3 Mannschaften, die komplett die maximale Punktzahl geholt haben. Alle 3 Spiele gewonnen. Tschechien, drei der letzten 4 K.O.-Spiele haben sie alle verloren. Es war jetzt auch nicht so überzeugend, was sie in der Vorrunde geleistet haben, meiner Meinung nach. Hier würde ich auf jeden Fall auf die Holländer tippen, ganz klar. Ich würde aber da sogar noch einen kleinen Zusatz mit reinbringen, und zwar, dass Memphis Depay ein Tor schießt. Ja, der Neuzugang von Barcelona hat in den letzten 10 Länderspielen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 13 Torbeteiligungen gehabt. Er hat allein 9 Tore geschossen in den letzten 10 Länderspielen, hat auch jetzt hier bei der EM schon genetzt, sodass ich tatsächlich die beiden Wettmärkte miteinander kombinieren würde, sodass ich sage, Holland gewinnt, Memphis Depay schießt dazu noch ein Tor und man bekommt eine 2,80 in der Spitze und ist, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Das letzte, das ist auch ein Knaller-Duell, Belgien gegen Portugal. Und da treffen ja 2 Welten aufeinander. Portugal, die in den K.O.-Spielen in den letzten Turnieren immer überzeugt haben, und auf der anderen Seite Belgien, die ganz klar nach dem Turnierverlauf gerade richtig gut in Form sind. Wie kann man das denn jetzt austarieren, deiner Meinung nach? Auch da ist natürlich ein absolutes Topspiel. Also wir werden ganz, ganz viele Weltstars auf dem Platz sehen. Ich sag, die Portugiesen, wie du schon angekündigt hast, sie sind einfach eine Turniermannschaft. Ja, sie haben diese Gabe, in den wichtigen Spielen ihre beste Leistung abzurufen. Deswegen würde ich die Leistung in der Vorrunde gar nicht so als Maßstab nehmen. Auch die Belgier natürlich, sie haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Tore geschossen. Sie hatten alle unter Roberto Martinez, dem Trainer, überhaupt nur 2 Länderspiele von insgesamt 58, wo sie ohne Tor blieben. Auch jetzt in der Vorrunde wieder viele Tore geschossen, einen guten Eindruck hinterlassen. Und trotzdem glaube ich, dass die Portugiesen in der Lage sind, auf jeden Fall das Spiel offen zu gestalten. Ich würde mich aber tatsächlich ein bisschen abwenden von der Empfehlung auf einen Sieger, weil es einfach wirklich sehr, sehr schwer ist. Ich würde auch über 2,5 Tore gehen und begründe das damit, dass in den Spielen mit Portugal einfach bisher die meisten Tore gefallen sind. 13 an der Zahl in 3 Spielen. Die Belgier, wie gesagt, verfügen ohnehin über eine super Qualität in der Offensive.
sodass ich hier tatsächlich darauf gehen würde, dass im Spielverlauf mindestens 3 Tore fallen. Vielen Dank, Marcel. Wir hören und sehen uns natürlich wieder zu den Viertelfinalspielen. So, und jetzt muss ich noch die ultimative Expertin zu diesem Spiel England gegen Deutschland anrufen. Das ist natürlich Queen, die hat genug Erfahrung und viel Ahnung. Also, die rufen wir jetzt einfach mal an von meinem grünen Telefon. Geht hoffentlich ganz schnell. Die Nummer verrate ich euch logischerweise nicht. Schauen wir mal. Es läutet. Hello, my dear. How is life?